Hallo. Moin Moin. Hallo. Hallo. Ich bin Tite, 25 Jahre alt und ich mache so, sag mal, so lustige Videos im Internet. Moinsen. Und verdient damit einfach Vollzeit mein Geld. Ich gucke gar nicht so krass auf die Abonnentenzahl tatsächlich. Aber auf YouTube habe ich, ich glaube, so gut 300.000. Auf TikTok auch so 250.000. Auf Twitch so gut 100.000. Instagram gut 100.000. Es klingt so dumm, aber es ist halt wirklich so ein bisschen Jackpot, der Beruf für mich. Easy, let's go. Let's go. Ich will die Leute so ein bisschen vom Alltag ablenken. Ich will, dass die Leute einfach ein bisschen runterfahren, ein bisschen einfach abschalten. Viele Leute gucken das gerade live und so. Ist cool, ist cool. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man, wenn man auch den PC runterfährt, man merkt, yo, das Ganze ist halt im Internet und es gibt halt auch noch das Leben außerhalb des Internets. Ich würde schon sagen, dass Sport auch ein großer Bestandteil auf jeden Fall auch von meiner Kindheit war. Also ich habe echt lange Fußball gespielt, ich habe auch echt lange Tennis gespielt, Eishockey gespielt im Verein. Ich habe geturnt mal eine Zeit lang, mich viel ausprobiert so und den Ninja-Sport an sich wirklich erst so seit 7 Monaten oder so. Also ich glaube, die meisten, die hier mitmachen, machen das deutlich länger. Grüße geht raus. Also ich bereite mich jetzt schon gezielt auf die Show vor, weil ich möchte auf jeden Fall nicht beim zweiten Hindernis ins Wasser fallen, das wäre ein bisschen blöd. Ich trainiere ja sehr, sehr, sehr viel Griffkraft auf jeden Fall. Also es wäre sehr, sehr cool, auf den Buzzer zu hauen. Ich habe mich einfach mal als Gag beworben. Jetzt stehe ich hier. Aber jetzt schaue ich auch, bis ins Halbfinale zu kommen. Content Creator. Das ist ein bisschen deine Welt, ne? Also in dem Film gerade, den wir gesehen haben, hat er auf jeden Fall mal einen fitten Eindruck gemacht. Darum geht's ja. Also der hockt nicht nur vorm Computer rum. Ja, und ich glaube auch, der kann wirklich was. Außerdem hat er ein wirklich schönes Hemd an. Guck mal. So, Hindernis 1 hat er ja schon problemlos gemeistert und jetzt macht er hier souverän weiter. Super Spannweite für ihn auch. Er ist 1,94 Meter lang, hat auch selbst gesagt, ja, vielleicht nicht so die idealtypische Ninja Warrior-Figur wegen des Gewichts auch. Sagt aber, dass er zum Beispiel trotz dieses Gewichts, der ist ja nicht dick oder so, ne, aber dass er minutenlang hängen kann, also über eine ordentliche Griffkraft verfügt. Ja. Und er ist jetzt auch kein, wenn ich das jetzt sage, klingt das doof, ist kein Dulli. Der beschäftigt sich auf seinem Kanal schon auch mit Themen, die durchaus interessant sind. Naja, also über den Zeitpunkt sind wir auch hinweg, wo ältere Leute wie du sagen können, jeder, der irgendwie auf solchen Plattformen unterwegs ist, ist nur Dulli. Ne? Das ist, da gibt es großartige Inhalte, gibt allerdings auch viel Klump. Dullis. So, aber er kommt hier gut durch. Ich glaube, der Mund ist relativ trocken. Oder er hat schon an Ninja-Wettkämpfen teilgenommen. Naja. Also der kommt hier nicht blank hin. Ne? Nee, er hat ein Hemd an und eine Hose und Schuhe. Warum habe ich das gewusst? Weil du mich kennst. So, jetzt die Überfahrt. So, wie schnell ist er? Das kann er. Guck mal, das kann er. Oh, guck mal, und das macht er. Jetzt muss er ihn kriegen. Ah, Chance verpasst. Weil dann kannst du elegant darüber gleiten mit dieser Stange. Aber der denkt da gar nicht nach und hat auch genug Schwung. Ja, hat der genug Dynamik und Schwung. Gut. Also der liefert ab. Tim Jacken. Er macht das voll. 100%. Masse gehabt. Ja, aber richtig Masse gehabt. Hat er irgendwie einen dieser Dominosteine am falschen Ende erwischt, ob zu früh oder zu spät. Und dann wird es kritisch. Letzten, ja. Der hat übrigens super gute Trainingspartner. Die werden wir natürlich in dieser Staffel auch wiedersehen. Aline Schüssler und Benedikt Siegmund, zwei Ninja Maniacs, die trainieren gemeinsam mit ihm. Und das ist alles andere als ein Nachteil für Tim Jacken. Und der macht das wirklich richtig gut. Ohne Wenn und Aber. Für mich ist das eine Überraschung, weil du hast mir den irgendwie hier so angekündigt, als käme da jetzt so ein Spinnewitz. Na, aber so hat er sich auch immer ein bisschen geäußert. Bei Twitter hat er gesagt, ich bin hier im Hotel bei den Ninjas. Die machen Saltos auf dem Parkplatz da. Und die Human Flag, das kann ja was werden. Ja, aber also er hat sich selber auch, glaube ich, ein bisschen klein gemacht. Ja, aber das sieht doch richtig gut aus. Und jetzt steht er hier vor der V-Formation. Ist ein ganz neues Hindernis in dieser Staffel. Ein richtiges Biest. Geht richtig in die Arme. Und deshalb gibt es heute auch keine Himmelsleiter. Und das hier ist gemein. Ja, das ist ja Himmelsleiter ähnlich von der Charakteristik. Du musst da hoch.
Wow. Und dich dann immer einhaken und den Rhythmus finden. Also es ist die... Ey, sag mal. Wir sind sehr nett in diesem Jahr, wie man sieht. Ey, sag mal. Mal. Der ist richtig gut, der Kerl. Ja, ist der auch. 1,93, viel Gewicht, also... Nee, 1,94. Entschuldigung. Nein, aber super Leistung. Der hat abgeliefert. Fang du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin... Wo sind wir denn noch? RTL Plus! RTL Plus gibt's uns auch! Ganze Folge, ganze Staffel! Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht's aus.